Habt ihr Sound? Ich freue mich auf alle, die jetzt wegen dem Strategiespiel hier sind. Total War ist ja mehr so Nische, ist meine große Leidenschaft. Also Strategiespiele, das ist einfach, mein Herz schlägt für Strategiespiele. Deswegen freue ich mich mega, dass wir uns heute das Spiel ein bisschen mehr anschauen. Es ist immer noch zu laut. Die Gründungslegenden der Stadt sind wichtig und die mächtigen Patrizierfamilien stammen direkt von den ersten Anhängern des Romulus ab. Das Schicksal war den Julia nicht immer gut gesinnt. Nach ihrem vergangenen Verlust an Stellung und Status blicken die anderen mächtigen Fraktionen Roms, wenn auch nur leicht, auf diese neuen Männer herab. Ich hätte halt wirklich damit gestartet, weil es halt rot ist. Und das passt am besten zu meinem Outfit heute, oder? Macht es Sinn, zwei Armeen zu behalten? Oder macht es Sinn, die zwei Armeen zusammenzupacken? Okay, dann werde ich die jetzt einfach zusammenlegen. Und dann rekrutiere ich. Ah, ich muss mich in der Stadt reinsetzen, damit ich rekrutieren kann, oder? Was tut der jetzt? Oh, jetzt habe ich die alle auf einmal in einer Armee. Voll süß, ey. Mega cool, wie das gemacht ist. Oh, die sieht mega süß aus, die Stadt. Das Dorf. Ich muss das Gebiet hier einnehmen, ne? Ah, da hinten sind die Bauern, ne? Da. Ist das alles? Ich glaube, das ist alles, was da auf mich zukommt. Ist ein abschreckendes Beispiel für die nächsten Rebellen. Ja, ich bin so ein bisschen verwirrt noch, was die Steuerung angeht, tatsächlich. Weil ich noch nicht genau weiß, was es mit dem... Ich kann diese Langhäuser offensichtlich auch angreifen. Schauen wir mal. Ja, da stehen halt immer nur so ein paar, da kann ich halt drauflaufen. Das ist halt komplett egal. Da kann ich halt einfach frontal drauflaufen. Das ist halt literally egal. Und ich habe meine Kavallerie da irgendwo in den Hintergrund geschickt, damit ich da von hinten reinlaufen kann. Und dann ist das mein Fight. Also, der erste Fight ist echt entspannt. Kämpfen die? Ja, ich weiß, dass es Friendly Fire gibt. Oh, lol. Die kommen von der Seite. Okay, dann gehen wir einfach da rein. Die Götter haben das Herz des feindlichen Generals mit Angst erfüllt. Wie ein Feigling flieht er vor der Schlacht. Ah, die werfen zuerst, die Legionäre werfen zuerst Speere. Das wusste ich nicht. Ich mag diese kleinen, diese Übersichtdinger da oben. Die finde ich cool. Die Armee des Feindes flieht. Dies ist ein heroischer Sieg. Ja klar, ich bin ja auch heroisch. Du hast Krieg mit Gallia, sei vorsichtig. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass die mir den Krieg erklärt haben, nachdem ich sie angegriffen habe und sie verprügelt habe. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Ah, da bin ich. Ich bin 50 Jahre alt. Ich habe meinen Senat, mit dem ich mich noch nicht auseinandergesetzt habe. Meine Seiten, meine Finanzen und Familie. Siedlungen, Charaktere, Agentenzentrale. Warum wurde mir denn ein potenzieller Sohn angeboten, wenn ich keine Tochter habe? Warum haben die Frauen keine Bilder? Haben die unwichtigen Charaktere einfach keine Bilder? Oder wie genau erklärt mir... Hä? Die männlichen Mitglieder deiner Familie sind automatisch Generäle, die Frauen haben keine Funktion. Ja, ich habe einen Diplomaten, den ich irgendwo im Wald verloren habe. Das ist das Einzige, worauf ich aufpassen muss. Wen ziehe ich denn da gerade mit? Wer dreht sich denn da so gerade mit? Die bewegen sich. Ah, jetzt bewegen sie sich. So, wundervoll. Ich habe halt kein Gefühl dafür, wie stark welche Einheiten sind. Und meine Stadtwache ist halt nicht vorhanden. Mit Alt kann ich das umstellen, ne? Ja, die Stadtwache ist richtig trash. Die ist einfach
Es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgenommen habe. Aber ich bin auch Fankämpfer von den Dunkelelfen gewohnt. Die schnetzeln alles. Ruf die Dunkelelfen. Bringt das in dem Teil auch was, raus und rein zu reiten? Also, dass ich diesen Reinlauf-Bonus bekomme, der die Leute threatet? Sind halt alle gebrochen. Das wird halt nix. An Pia, du hast leider mehrere Fehler bei dem Gefecht gemacht. Das wäre mir echt nicht aufgefallen. Du hast übrigens einen Fehler gemacht. Ich bin perfekt. Ich habe noch nie Fehler gemacht. Ich gewinne alle Schlachten in jedem Spiel. Oh mein Gott, lol. Seh mich an. Mein Internetpenis ist 30 cm lang. Greif den Feind an. So, dann kitzeln wir das mal aus denen raus hier jetzt. Warum ist meine Armee nicht mehr bei? Soll ich das selbst kämpfen oder soll ich das lieber die KI regeln lassen, weil das Risiko zu hoch ist, dass ich es verkacke? Ich glaube, das Problem ist wirklich, dass die einfach nur die Männer ansprechen. Oh, ich habe nicht gedacht, dass der noch weiter schwafelt. Ja, es hat ein Mann, der redet, ne? Die haben ja nie so besonders spannende Dinge zu erzählen. Das sieht ja gesund aus. Also, das sieht ja, also, tja, Pia. Das müssten meine Dinger sein. Die müssten dingsen können. Die bewegen sich nicht. Die müssten jetzt eigentlich schon Speere werfen, oder? Warum werfen die keine Speere? Diesmal ist die Stadtwache nicht so am Arsch. Wie das letzte Mal. Das beruhigt mich so ein bisschen. Also wirklich, das läuft fast so, als hätte ich es geplant. So, da kommen jetzt auch die Pferdchen hinten rein. Jawoll. Joa. Lob sei den Göttern. Lass mich das noch anschauen. Sie haben die Herzen unserer Feinde mit Furcht erfüllt, sodass sie fliehen. Ja, schön. Gibt's überhaupt noch irgendeinen außer den Dude, der hier, also diese kleine Schulgruppe, die da hier alleinsam fliehen versucht? Ich meine, die laufen auch echt gut. Man muss sagen, sie sehen fit. Was haben die für lustige Hosen an? Oh, da sind sie gestolpert. Rom verlangt von Feldherren Siege. Und dieser Tag ist für uns ein klarer Sieg. Nice. Kann ich jetzt irgendwie... Er hat 4 Überlebende. 4 habe ich nicht erwischt. Aber das müsste die ganze Armee gewesen sein eigentlich, oder? Also, ich würde den großen Schild wegschmeißen, um schneller zu laufen. Same. Wie Obelix uns beigebracht hat, Längsstreifen machen schlank. Ja, hat bei ihm auch gut funktioniert. Ich muss da rein. Soweit kann ich nur leider nicht gehen, aber wir müssen da rein. Kann der in der Runde da schon angreifen? Schon, ne? Kann ich den irgendwie forcieren, dass der weiterläuft? Es gibt keinen Marsch in dem Spiel noch, oder? Gibt es hier schon Marsch? Es gibt in diesem Spiel keinen Gewaltmarsch. Ah, der fehlt mir. Oh, guck mal. Den können wir wegschnitzeln. Flieht der jetzt weiter von mir? Der flieht halt jetzt zur restlichen Armee nach hinten. Wie weit der vor allem weglaufen kann. Das sind solche Pisse, ey. Einfach, wie sie immer weiter nach hinten ausweichen. Das ist eine Katastrophe. Bastati! 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 Das ist so geil. Bastati! Also es ist Hastati, nicht Pastati, ne? Ich habe die ganze Zeit an Nudeln gedacht. Aber damit sind ja gar keine Nudeln gemeint. Mit denen wieder raus. Mit denen auf die hier. Ja, ja, lauf, drück den Berg hoch. Ihr macht das großartig. Aber warum die... Ich habe immer noch keinen... Eigentlich müssten die schießen. Die Götter haben das Herz der feindlichen Generals mit Angst erfüllt. Keinen Überblick, wann die wo wie schießen. Er vor der Schlacht. Aber die fliehen. Also das hat sich erledigt. Ja. Lobs. Easy. Rom verlangt von. Warte mal, was? Warte mal. Da ist ein Fluss dazwischen. Ich bin so ein Trottel. Das ist insane. Ich bin so ein Trottel, ey. Ich habe das nicht gerafft, dass da ein Fluss ist. Ah, da kriegen wir eine höhere Schiffswerft. Die gibt mehr Geld. Wisst ihr was?
Ich glaube, das ist ein echt guter Zeitpunkt, um für heute aufzuhören. Ich sehe das. Ich finde, das ist ein richtig guter Zeitpunkt, um für heute aufzuhören und mich diesem Ding ausgeschlafen zu stellen, weil ich werde das gleich mega auf die Fresse kriegen. Und dann hat sich das...